Hey, hallo meine Lieben, heute das Pak Choi Video. Champignons mit Pak Choi. So nennen wir ganz einfach das Video. Ja. Meine Idee, ausführende Kraft, Manu. Und an Zutaten zeige ich euch jetzt alles, was wir hergerichtet haben. Und sage dazu, wie ich mir das vorstelle. Und Manu wird es dann molto bene, sauber, geile Schmacko fazzo hinbekommen. Ich? Ja. Geh mal rüber in die kleine, aber feine Küche. So, da haben wir schon die kleine, aber feine Übersicht. Der Pak Choi, die Champignons, die werden bloß so halbiert wahrscheinlich in der Pfanne angeschmort mit klein gehäckselten Zwiebeln, ein bisschen Knoblauch, den habe ich extra gerade noch geholt. Dann kommt ein klein bisschen Sojasauce und ein klein bisschen Teriyaki-Soße hinzu. Also nicht viel dieses Mal. Und zum Schluss noch ein bisschen Creme Fraiche. Und wenn es dann noch nicht schmeckt, wird abgeschmeckt, kommt noch ein bisschen Gewürze dran. So hätte ich das jetzt gesagt, Spatzel. Okay. Ja, Pak Choi schneiden wir wieder die Unterteile etwas kleiner. Die Stiele, weil die kommen zuerst rein und ganz zum Schluss dann noch das Blättrige. Ja, ich würde mal sagen, Manu schnibbelt. Wenn du möchtest, kann ich dir auch helfen. Aber die jagt mich eh gleich wieder aus der Küche raus. Ja, geh raus hier, komm. Ja. Mach die ab. Leute, Manu schnibbelt und ja, ich stelle dann bloß die Cam um. Genau. So. Die Zwiebeln habe ich klein geschnitten. Den Pak Choi, die Champignons und den Knoblauch. Jetzt gehen wir an den Herd und tun es schön anbraten in der Pfanne. So, jetzt habe ich Öl in der Pfanne reingemacht. Was brutzeln wir denn zuerst? Und die Champignons. Die brauchen nämlich ein bisschen länger. Da können wir auch schon reintun. Brauchen nämlich ein bisschen länger. Wenn sie angeputzt sind, hole ich euch wieder dazu. Die Champignons habe ich jetzt wieder angebraten. Jetzt geben wir die Zwiebelchen dazu. Und den Pak Choi. So nach und nach. Immer sind schön anrösten, anbraten. Jetzt geben wir den Knoblauch dazu. Ein bisschen ablöschen mit Sojasauce, aber nur ein ganz klein bisschen. Die Teriyaki-Sauce. Und nicht mal einen Teelöffel. Habe ich jetzt Teriyaki-Soße dazu gemacht. Werde noch ein bisschen Knoblauchgranulat dazu tun. Kurz ein bisschen probieren. Mhm.
Noch ein bisschen Sojasauce mache ich dazu. Ich werde mal kurz probieren. Jetzt hat Spatzel doch glattes Creme Fraiche vergessen. Das hauen wir jetzt natürlich auch noch schnell mit hinzu. Ja, geh halt auf. So. Löffel. Das rühren wir einfach jetzt noch ein bisschen unter und dann ist es komplett fertig. Habe ich das richtig so gemacht, Spatzel? Ja. Gut. Und dann nehme ich mir eine kleine Probierportion raus. Und den Rest essen wir dann ja, zu unserem übrigen Essen von gestern dazu. Richtig. So. So. Wie gesagt, nur eine kleine Probierportion. So, Dalle. Richtig, richtig lecker. Das ist jetzt genau die richtige Beilage noch dazu. Ja, Leute, wir sehen uns nachher noch zum Fazit. Hey ho, meine Lieben. Eigentlich wollten wir ja jetzt ein frisches Video anfangen, aber dann ist mal aufgrund des Akkustand ja noch aufgefallen, wir haben noch ein Video in der Kamera. Pak Choi. Ah. Ja. Jetzt gehen die Lichter auf. Fazit. Also, Fazit, ganz genau. Pak Choi war ein klitzeklein bisschen anders, als ich eigentlich mir vorgestellt habe, aber er war verdammt lecker. Ja. War absolut richtig geil zum Dazuessen. Zu was auch immer, ich weiß es nicht mehr. Wo haben wir den denn dazu gegessen? Ah, zu unserem anderen Video. Zum Braten, glaube ich, oder? Zum Braten dazu. Am richtig, nächsten, genau. Nächsten oder übernächsten Tag. Nächsten Tag. Nächster Tag. Genau, haben wir das gemacht. Ja, also so lange jetzt schon. Viel zu lange gewartet mit dem Fazit. Mit dem Pak Choi. Wie heißt er? Pak Choi. Pak Choi. Ja. Muss ich mich noch ein bisschen anfreunden, weil ich habe ihn zu lange gegart in der Pfanne. Das wusste ich aber nicht. Ich habe gedacht, nee, er muss so sein, aber er muss ganz kurz nur in der Pfanne sein. Genau. Das hat er mir als hinterher gesagt und ja. Das kriegen wir alles noch hin? Auf jeden Fall. Ja. Also, es war absolut lecker. Top, jederzeit wieder. Ja. Und wir verschwinden jetzt wieder im Hintergrund, kommen danach wieder vor und dann geht's nächste Video los. Richtig. Leute, viel Spaß dann beim nächsten Video. Und ja, wem das Video gefallen hat, Däumchen nach oben, nettes Kommentar, Abo. Ja, wir sehen uns. Genau. Ciao, ciao. Tschüss.